Fun oder Challenge? Müsst ihr jetzt entscheiden. Haben wir noch einen Fun Run? Oder gehen wir direkt in die Arena-Leiterburg? Ohne eigene Pokémon. Challenge! Okay, Lance ist für Arena-Leiterburg. Arno, was sagst du? Auch Arena-Leiterburg? Oder erstmal ein Fun-Show-Kampf? Ich wäre für Minicup. Ja, nee. Minispiele wollte ich noch kurz einfach. Oder Stadion. Machen wir die Arena-Leiterburg. So. Mammonia City, Rocco. Ach, stimmt, es waren noch 4 in dem Stadion, waren es immer 8 Kämpfe. So, registriert die Teams. So, alles Level 50. Was hast du denn? Solarstrahl, Egelsamen? Nö. Megasauger. Dieser Knosp wäre eine Idee. Die haben aber auch immer was anderes, ne? Nidoking, hast du... du hättest Erdbeben. Und Doppelkick. Nidoking ist drin. Queen, Doppelkick, Toxin, Donner. Mhm. Victory wäre schnell. Schaufler. Delegator, Steinhagel. Weißt du, was mit einer Aerodactyl hätte, wäre nicht schlecht. Entoron. Surfer? Surfer, Überwoller, Hypnose, Mimikry. Mimikry wäre witzig. Aber du bist, wie schnell bist du? In Initiative 98. Wir hätten so ein Arcani. 123, du bist ja langsam, ne? Haben die Züge-Pokémon alle so Kackattacken? Das ist das Problem. Die Leih-Pokémon sind echt nicht gut. Megasauger, 98er Initiative. Du bist halt schlecht. Vergleich mal Enton und Entoron. Ja, ja, genau. Auch so eine Sache. Die niedriger entwickelten Pokémon, wie zum Beispiel Enton als Basisstufe, haben deutlich öfter stärkere Attacken. Also ich kann nicht so rübergehen. Als die weiterentwickelten. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, war... Moment, bin ich denn gehört? Ist Arcani auch deutlich schlechter als Fukano. Genau, Flammenwurf. Ja, okay, das ist Feuersturm. Aber keine. Aber Feuersturm hat halt nur eine Trefferquote von Gen 1, 75 oder 80%. Irgendwie so um den Dreh. Deswegen ist gar nicht so geil. Und Fukano, glaube ich, hatte Schaufler. Genau, Fukano hatte Schaufler. Deswegen vergleiche ich gerade immer die Mittelstufen mit den oberen Stufen. Das Sirblatt ist aber auch nicht so geil. Megasauger ist halt strong. Yugong, Surfer Aurora-Strahl und Erholung. Surfer Eisstrahl. Eisstrahl ist stärker als Aurora-Strahl. Eisstrahl hat eine Stärke von 90 oder 95, Aurora-Strahl hat nur 60 oder 65. Erholung ist aber geil. Beide hätten Surfer. Austausch, hast du Schnapper? Das wäre frech. Fuck it. Wandlorelei kann ich auch. Muss nur schneller sein. So, Lapras. Lapras mit Blubstrahl. Senkt aber Initiative. Gesang, Konfusstrahl. Wow. Bist du ein cheesy Arschloch-Pokémon. So. Wir wird aber auch was. Er wird wahrscheinlich uns kontern wollen. Mit was kann man uns denn gut kontern? Noch recht Tauros. Gen 1 Tauros ist wichtig strong. Aber. Das Problem ist Normalattacken. Stärke ist nicht schlecht. Body Slam wäre richtig schön gewesen. Schade, hat's nicht. Normalattacken richten aber gegen Gesteins-Pokémon eher weniger was aus. Rosana wäre noch interessant. Icy Psychokinese, nö. Was hat ein Pinsir so bekommen? Eine Biotine. 113 Initiative wäre nicht schlecht. Gavados, Hydropumpe und Drachenwurm. Das ist halt ein Arsch. Hast du wenigstens Tackle bekommen? Ja. Ab der zweiten Generation lernt, genau, Carpador kann von Anfang an Tackle, auf Level 15 lernen, Platscher auf Level 15 lernt noch Tackle und ab der zweiten Generation gibt es ab Level 40 noch Dreschpflege. Da hatte mich mal Carpador beinahe besiegt. Oh, 193, warum seid ihr denn alle so langsam? 108.
Kampf ist natürlich auch gut. Was ist ein gutes Kampf-Pokémon? Ja, erstmal mal schon mal natürlich checken. Fußkick. Ich kann mir aber die Attacken jetzt nicht genau angucken, ne? Was ist gerade außerdem nicht was. Oh, Erdbeben über Woller. Aber ihr seid alle sehr langsam, ich will dich nicht. Ne, ab 40 das Schläge, aber ja, genau. Da, oh, Stami, Stern durch. Sehr gut. Die waren auch irgendwo in die Richtung rum, ne? Hör mal, Gold King. Kaskade. Surfer. Hm. Na genau, Stern durch. Blubstrahl, dein scheiß Blubstrahl. Aber schnell. Special 98. Oh, der 28 und 143 Initiative. So. Ja, das ist alles gar nicht so geil, ne? Das kann Dragoran. Wieso kann. Der Dragoran kein Surfer. Problem ist, wir gehen in die Gesteinsarena. Doch der Flugtyp macht uns super anfällig. Ansonsten wäre Dragoran ultra strong hier. Gegen Pyro später ist Dragoran saugut. 128er Spezial. 163 Angriff. Das ist natürlich schon bockstark. Na, will ich. Drachenwut, ach komm. Wenn ihr denn so? Geduld. Donner. Einfach den Nussfeger mit Wasserei. Das kannst. Kopfnuss ist gut. Rückstecken. Flinchen gab's noch nicht in Gen 1, oder? Na, schade. Body Slam wäre richtig strong gewesen für dich. Die Power-Chance. Gegen Reflektor. Nee. Ja, aber doch noch ein gutes Wasser oder Pflanzen-Pokémon. Was kann denn Angela? 88er Initiative ist halt scheiße. Boomkick Konter. Über seiner Donner. Donnerschlag Eishieb. Problem? Der Angriffswert wird nicht benutzt für Donnerschlag und Eishieb. Das kam erst ab Gen 4. Deswegen würde für Donnerschlag und ICP hier der Spezialwert genommen, was 63 ist, was absolut kacke ist. Deswegen, wenn dann Kikli. Das ist auch schön schnell. Dann hatten wir gerade. Wer führt ein äußerst aufreibendes Leben? Kaugummi. Scheiße, ein Radiergummi. Mann, also wird's verkackt. Oh, Kokowai. Kokowai war richtig gut. Megasauger Elisabethnose. Schade, ich hatte es gehofft, du kannst noch irgendwie vielleicht einen Psystrahl oder sowas. Ein Final. Wieso keine Explosion? Du hast Explosion. Toll. Mit 59 Angriff. Naja. Kingler! Krabhammer, aber es wird spezial angewandt. Ist halt erst später gut. Und Oval. Oval hat Psychokinese. Ach, leck mich doch. Aber Gengar ist eigentlich immer gut. Hypnose, Traumfresser. Schnell, Special und Fußstrahl, Donnerblitz. Wir nehmen noch einen Gengar mit. Gengar gibt immer. Finale. Naja. Ich hätte gern lieber dich gehabt, aber. Was kriegt man denn hier so? Alpollo ist so viel cooler, deswegen. Aber man sieht es gerade nicht, aber da steht ein kleines Alpollo. Genau, Lamos. Schau. Wait, what? 104er Angriff, 108er Special? Das ist actually gut. Schön ausgeglichen. Das kann man sowohl Kopfnuss als auch Surfer einsetzen, als auch Schaufler. Ich hätte halt lieber dich gehabt, sagst du beim Aussuchen. Ha. Ja, Lamos ist gut. Nehmen wir mal mit. Ein Toxin gegen irgendwas richtig Ekelhaftes vielleicht noch. Wickel? 98er Initiative. Mäh. Warum kannst du Feuersturm? So, warte mal. Was ist denn bisher unsere Schwäche? Elektro. Aber da haben wir auch einen Boden mit Nidoking. Wir könnten noch ein gutes Boden-Pokémon eigentlich auch mitnehmen. Schaufler und Steinhagel. Schnellfahr, genau. Nehmen wir dich noch mit.
Wasser wäre durchaus noch eine Schwäche. Wir bräuchten noch ein gutes Elektro-Pokémon. Ich würde dann erstmal zu meinem Liebling gehen. Ne? Da, Donner! Warum kannst du Donner? Scheiße. Das ist kein Donnerblitz. Okay, Raichu. Elektro bei einer Gesteinsbodenarena. Ja, als Coverage. Ja, aber wir haben ja. Warte, ich will noch ein Pflanzen-Pokémon. Kann man genauso nehmen. Doch, Sazenia? 98er Special. Warte mal, Magneton. Dann wieder. Du hast Donnerblitz. Nein, das habe ich jetzt gelöscht. Dickt wie. Was wollte ich gerade angucken? Ich hab's vergessen. Ah ja. Magnetilo. Das ist Donnerblitz, natürlich. Die Level-Pokémon sind alle kacke hier. Und Schlagdonnerwelle. Blitzkampf? Geowurf? Aber Geowurf war immer nur so viel Schaden, wie das eigene Level ist. Also 50. Ist nicht so strong. Mal Zapdos mal angucken, aber Zapdos hat auch nur Donner, ne? Ja. Donner ist mir zu ungenau. Hat der Dragovan nicht? Nee, du hattest Donnerblitz, ne? 98er Special. Für Elektro-Pokémon gab's gar nicht in Gen 1, ne? Nö. So, was ist denn Turtok? Bisaflor sieht so cursed aus übrigens, wenn's mit diesen roten Augen. Aber Elektro hatten wir vorhin schon, die waren nicht so geil. Wer kann denn noch Donnerblitz lernen? Oft. Ihr könnt das, glaube ich, lernen. Das ist Donnerwelle. Oder sollen wir einfach noch Sazenia nehmen? Wir nehmen Sazenia noch mit. Ja, der Special ist strong. Go. Go, go. Pipi ist langsam. Aber es wäre ein schöner Tank gewesen, stimmt. So. Das jetzt eher schlecht? Scheiße. Er hat doch Gift. Nehmen wir so 10 hier noch mit. Was kriegst du so dabei? Scheiße. Ja, nee, die sind ja selber oft Gift. Die Biber zum Beispiel. Scheiße. Steinhagel für die beiden Flieger, ja. Live aus der Burg der Arena-Leiter. Ein mutiger Herausforderer mit dem Kampf der Besten. Habt ihr eine Chance? Ja! Also. About that! Wieso bist du denn schneller? Das ist doch fanatisch. Naja, bitte nicht poison. Okay, gut. Alter. In die Uhrzeit darf man das Match zeigen, ja. Aus das Gegenordentlich. Oh mein Gott. Gegen Onyx wäre doch besser. Warum? Warum kommt der mit Käfer-Pokémon? Poison wäre das absolut Schlimmste. Gut. Deswegen wollte ich ein paar andere Pokémon noch mitnehmen. Na scheiße, so ein Low-Roll. Oder vorher ein High-Roll. Ah. Zum Gag Dorn, komm zum Gag Mäus Dornkanone. Warum ist denn ein Hornlio schneller als ein Austoss? Also. Ein leichter Angriff. Okay, komplett überstanden. Los, Finale. Nein. Piu-piu, piu-piu, piu-piu. Oh, ist das das Ende? Jetzt könnt ihr ruhig mal die Mystery Dungeon spielen. Ich hab eins.
gucken. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Befehle wurden erteilt. Ringfrei für Kokuna. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Mystery Dungeon Team Blau habe ich. Ja, keine Ahnung. Ah, das triggert meinen Monk, was? Achso, Finale. Oder was meinst du? Yay! Defil neben seinem 6er Pokémon-Team noch ein paar weitere Pokémon mitnehmen. Überlegen wir das mit dem Koop vielleicht doch besser noch machen. Ne, ich kenne die Arena-Leiterburg, ja. Ein Freeze wäre halt schön. Und Gen 1 Freeze ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Weil solange ich keine Feuerattacke oder keine Feuerattacke auf das Pokémon angewendet wird, das eingefroren ist, es unfreezt nie. Es ist endless. Ach so, die Namen meinst du? Ja, beim Gegner stehen die Namen immer so verdreht dran. Oh, hier bin ich schneller? Ist okay, nehme ich. Solange ich nicht poisoned wäre, ist alles gut. So, jetzt kommt Biber wahrscheinlich. Wetten? Die Pokémon! Pokémon, nicht Pokémon! Ein Bosmet! Oh mein Gott! Ein Bosmet. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Sein Tosaurus? Nein, nein. Ich habe ja einen Austus. Böses Met. Ja. Schade, dass Metti nicht da ist. Ne, wobei besser, wenn ich das Met jetzt töte. Ein Crit auch noch. Und nice. Pokémon. Yay. Yeah. We did it. Woohoo. war schön. Piu, piu, piu. Der Käferfreak. Gegen Continue dafür eigentlich? Weiter. Er hat den Käfertrainer besiegt. Oh mein Gott. Tja. Der Teenager. Ja, ich hab vorhin Kaffee gehabt. So, oh mein Gott. Pflanze und Gift, wenn ich es richtig sehe. Hauptsächlich Gift, da ist alles Gift bei ihm. Fangen wir mit Diggory an. Nidoking hat er. Oh Gott. Oh Gott. Mist, das habe ich vergessen. Auswahl aufheben. Diggory, Nidoking. Nee. Hatte Lamos eine Psychoattacke? Scheiße. Gengar hatte. Ne, Traumfresser, ne, ja. Gengar halt noch. Oh, wobei Käfer halt auch. Ne, wir sind ja gar nicht da. Wie dick wie aussieht, ey. Eine Waspa. Was ist denn eine Waspa? Und danke für die Gesundheit. So, wo ist denn hier was? Aufla. Mir ist ein Wech. Wenn mich in dem Kampf was outspeeden sollte, dann. Ich mach den Stream sofort aus. Apollo hätte Psychokinese. Ja. Ein Evolnit wäre toll, wenn es in dem Spiel gibt. Den Apollo geben, dann hätte ich sofort Apollo genommen. Immer wieder weg. Gute Nacht und viel Spaß noch. Dann Neon. Eine wunderbare gute Nacht. Danke fürs dabei gewesen sein. Mega Sauger. Das ist jetzt schlecht eher. Das ist. Warte mal. Hatte. Oh, ne, wegen Gestein. Warum hat denn das so wenig Schaden gemacht? Na gut. Ladenwechsel. Ein Pokémon-Wechsel. Ja, du hattest schon recht, deine voll entwickelten Pokémon reißt das gerade wirklich raus. Ja, ja. Mhm. Okay, 7. Ja, auf jeden Fall. Hypnose. Hätten mal Fukano oder Kani mitgenommen, ne? Oh nein, es ist eingeschlafen. Es schläft tief und fest. Besser ist es. Der Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Ach echt, meinst du, Ansager?
Boah, das sollte eigentlich fast one-shotten, oder? Sein Traum wurde gefressen. Nom 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 nom. Nicht aufwachen. Es gut. Es wacht einfach nicht auf. Tasche aber. Ist so was Blödes aber auch. Oh. Der Traumfresser. Ich stelle mir den Typen vor, der einfach keine Ahnung hat, was Pokémon ist damals. Im Synchronstudio steht und dann... Was soll ich sagen? Der Traumfresser. Was? Dave, sag mal 1 oder 2. Mal 1 oder 2. Flor, du? Ne, keine Ahnung. Heute steht mir das nur noch 1. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 2, ne? Deswegen heute 1. Du kannst doch hier den RNG-Command benutzen. Nein! Absorber. Das ist nicht sehr effektiv. Wir sind Gift. Am letzten Mal, du erinnerst dich? Ja. Es gibt immer, bist du wirklich Dave? Es gibt Momente, in denen kann ich mir Sachen merken. Die meisten gegnerischen Pokémon aussehen wie Shinies, bevor es Shinies gab. Ja. Aber es sind keine Shinies oder so. Es sind keine richtigen Shinies. Wirklich, im selben Turn aufgewacht. Also. Die Kämpfer stehen ja. Sich gegenüber. Ja, ist okay. Aber immerhin sind wir schnell genug, deswegen. Die Attacke ist fehlgeschlagen. Was geht ab? Es gibt Momente, da kann ich mir was merken. Alle Minispiele gewinnen. Ein sehr rasanter Kampf. Meine Schnauze. Hier, unermessliche Kapazität und unnützes Wissen. Ja! Das ist nicht 60er Trefferquote oder so? Ich habe einen von 4 getroffen. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Ja, immerhin, ne? Der Arena-Fight geht weiter. Ja, und sonst so? Wie läuft's bei euch so? Beruflich? Frau und Kinder? Was ist das? Der Angriff zeigt keine Wirkung. Ich möchte bitte den Code sehen, der die Trefferberechnung macht. Der Treffer hat kaum Schaden. Den kann ja ich besser schreiben. Und ich hatte eine 6 im Programmieren. Die Befehle hat man überlebt. Ja, kenne ich. Was nun? Du verlierst Leben. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen. Der Gegner nicht. Ah, nur halt's Maul. Wird alles... Es ist aufgewacht. Ach Gott. Das kann doch nicht sein. Wie kann man so viel Pech haben? Schlaf jetzt, gut. Schlaf länger. Alter, wenn du jetzt wieder... Das ist ein Scheißspiel übrigens. Pokémon war damals schon kacke. Das kann doch nicht sein. Es gab noch keine Fähigkeiten wie in Somnia oder so ein Mist. Okay, ich hab die Schnauze voll. Jetzt langt's. Ja, war eine klasse Entscheidung. Alter, Mann. Null Kinder und null Frauen. Hätte manchmal gern plus 1 Frau, aber dann wäre es mir auch lieber minus 2 Frauen. Da siehst du, so, der Gegner verliert nämlich doch HP. So schaut's nämlich aus. Schaden! Oh! Dann nochmal von vorne. Also die Trefferquote ist mittlerweile okay. Die Aufwachrate ist für den Arsch momentan. Von ihm selbst aber immerhin. Es ist egal, es hat sich wehgetan. Gibt's hier Verzweifler? I guess. So dann möchte ich es aber eigentlich nicht kommen lassen. Sieht der den gleichen Kampf wie wir? Wo ist denn der hier rasant? Was ist der langweiligste Kampf, den ich seit Ewigkeiten hatte? Ein Härtner-Duell wäre spannender. Aber ich denke, Verzweifler müsste es geben. Aber so weit werden wir hoffentlich nicht kommen. Ja, doch, dann weine ich wirklich. Das ist schon nicht mehr verwirrt, ne? Mist. Jetzt ist es gleich wieder voll. Nein, es schläft jetzt. Yay! Wir können Damage machen! Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön. Alter,
Dann mach du nur mal Ansage. Ah. Komm bitte One-Shot. Ne, es ist tanky. Oh! Es wacht einfach nicht auf. Jetzt hält es für das Viech auch. So, machen wir Donnerblitz, damit wir den auch mal sehen. Wäre funny, wenn es dich outspeedet hätte. Nee. Ich denke, er ist eines der schnellsten Pokémon. Ich möchte nämlich jetzt doch ein paar AP sparen. Einfach also mal. Sicherheitshalber. Pokémon auf der Reserve immer weniger. Ein Mühlwappler! Ein Wapplami! Okay, der Wapplami ist schon cool. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Und der gleiche Spaß nochmal. Ey, Vater von 2 Kindern. Ey, das ist gemein, wenn du das aus dem Kontext klippst. Wenn ich dein Zeug vorgelesen habe. Was heißt denn da wieder eingeschlafen? Es hat noch nie geschlafen, das Wapplami. Dave Hypnose! Wortrampus. Ach, wir hätten noch genug. Die Befehle wurden erteilt. Komm, das müsste jetzt aber ein One-Hit sein. Excuse me, what? Es ist aufgewacht. Das ist okay. Der Kampf wird immer intensiver. Das war übrigens damals High-End-Grafik, das Spiel. Gut, bei so einem fetten Klops wie Gengar ist das auch nicht so schwer, aber... Das ist wie ein Unfall, ich kann nicht weggucken. Nein, das ist großartig. Das ist pure Nostalgie. Gott sei Dank. Kann ich diesen Balken unten eigentlich wegmachen? Mal Pausenmenü. Der war kurz weg. Ja. Bin nicht vorbereitet auf 4:3 Sachen. Leider. Wobei, doch, wäre ich. Aber nicht in der Szene. Also, ich glaube, die andere 4:3 habe ich noch nicht. Nein, die gibt's noch nicht wieder. Shit. Was hast du denn so? Ein Dardick? Ein Dridick? Ein Danzan? Ein Steinklein? Ein Psitau? Und ein Rentapo? Okay. Er hat... Mindestens eins von dem, was er einsetzt, muss ein Boden-/Gesteins-Pokémon sein. Heißt, die Chance darauf ist mindestens ein Drittel. Klug, das ist ein bisschen gemein. Warte, Dictry hatte doch... Okay, wir fangen definitiv mit Dictry an, wegen dem Steinhagel. Nein, fangen wir nicht an. Nein, wir nehmen es aber mit. Wir nehmen Austoss als Opening. Nehmen Dictry mit. Und dann das Nidoking. Einfach weil wir es nicht dabei hatten. Rentapo? Rentapo. Da kannst du dir einen Hintern ausleihen da. Danzan. Klingt halt fast richtig, ne? Steinklein ist toll, ja. So. Oh, wir haben nur 10 Schnapper. Aber wir müssen es ja trotzdem trappen, ne? Das ist viel Schaden. Genau, es kann sich nicht bewegen. Wunderbar, dann funktioniert der Schnapper... Anführungszeichen Glitch. Das ist ja später anders. Hier doch noch. Also. Das ist okay. Aus, das ist cheesy. Das Pokémon ist nun an der Reihe. Rentapo. Das ist ein bisschen doof. Kann ich die Attacke ändern? Oder sind wir immer noch im Schnapper? Perfekt. Aurora-Strahl. Jetzt auch mal Pokémon. Ja, aber das ist falsch. Freeze. Nein. Oh nein, es fliegt. Ja. Es steigt in den Himmel empor. Die schenken sich wirklich nichts. Die Kämpfer stehen sich. Vielleicht ist das Spiel schuld. Das kann sein. Daneben. Oh, die Attacke ging daneben.
So, wir sollten aber recht hohe physische Verteidigung haben. Ja, easy. Ein guter Treffer. Richtig gut. Ich möchte es aber noch mit der Dornkanone finishen. Nur zwei Treffer? Es hat überlebt! Oh nein. Sind unterschiedlich. Das ist wichtig. Die sind aber auch von Haus aus unterschiedlich. Das Rentapo hätte insgesamt zwei mehr. Wieso das denn überhaupt? Jetzt triffst du dreimal. Gut, hey, vielleicht solltest du bei Digimon bleiben. Ich habe noch nie ein Digimon-Spiel gespielt. Und nein, ich habe nicht vor, es zu ändern. Da gibt es nicht so viele komplizierte Attacken. Sag mal. Das, nein, das heißt da, Dickmann. Der Ansager kann aber auch gar nichts. Schnapp aber unten. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ja, stimmt, das ist sau schnell. So, komm, Schnapper, schnapp es dir. Da richtiger Schnapper heute beim Einkaufen gemacht. Unglaublich. Perfekt. Mit einem Schlag besiegt. Erdbeben aus das Down. Nö. Hat gut genug gedeff. Dick, der dürfte noch nicht so einen hohen Angriff haben. Ja, schön! Das lief doch. So, jetzt gegen Rocco. Direkt zum Arena-Leiter. Jetzt bin ich gespannt. Mamoria City, der Anführer. Ah ja. Onyx Geodrock, Tragosso, Vulpix. Haben sie aber wegen dem Anime reingebracht. Ammonitas und Kabutops. Da ist es, Moment mal. Das ist kein Kabutops. Das ist ein Kabuto. Wo. Da guck mal. Da steht Kabutops. Das ist aber ein Kabut. Das ist ein Fehler. Haben einen Fehler gefunden. Lockers Team ist cool. Ja, aber noch nicht so high. Also, Feuer. Das ist eine Option. Das heißt, unser Xenia fällt eigentlich raus. Vielleicht entwickelt es sich. Es entwickelt sich während dem Kampf. Genauso wie Sabrinas Abra einfach mittendrin zum Kadabra wird. Hm. Okay, was nehmen wir denn jetzt? Was hatte Lamos denn, Surfer? Wir fangen mit Lamos an. Gengar jetzt eher weniger. Warum kann unser Dicky eigentlich kein Schlitzer? Nidoking ist mit Erdbeben eigentlich auch gut aufgestellt. Und Austausch würde ich noch mitnehmen. Wir brauchen eigentlich die Wasserattacken alle, ja. Nehmen wir! Ist noch nicht so hoch, ja, so hoch entwickelt. Muss. Der Ansager ist sehr leise im Vergleich zu den Cries der Pokémon. Okay. Surfer. Beide so. Oh, fuck yourself. Survive. Yes. Ist das nur für mich? Hast du 10 hier mitgenommen? Nee. Welch furioser Blitzer. So. Das ist kein Kabutops! Er sagt's richtig, Kabuto. Das ist ein Fehler! So, Ich will jetzt Schaufel einsetzen. Du hast Schlitzer, ja, das war frech. Ein Crit. Nee, okay. Rocko hat dich mega gedribbelt. Mhm. Wenn sie jetzt Erdbeben einsetzt, kotze. Ich weiß gar nicht, ob es in Gen 1 funktioniert. Wenn du Schaufel einsetzt und der Gegner Erdbeben einsetzt, wird Erdbeben doppelt so stark dadurch. Blizzard. Das wäre gar nicht so strong gegen uns, aber bei 39 HP verbleiben dürfte es beinahe reichen. Da die sehr effektiv, da die wichtig. Komm! Ich würde es nochmal machen. Kein Crit. Einfach nur kein Crit.
Zweimal von zweimal Credits. Hä, sind wir tot? Ja? Oh, fuck, tschüss. Eine der besten Animationen. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Weiß ich nicht. Nimm mal Nidoking. Ja, das ist Schlitzer, ja. Weiß nicht, ob ist der Crit-Bug immer noch hier drin in Stadium? Oder wurde der da gefixt? Das weiß ich gerade gar nicht. Weil dann wäre natürlich ein Nidoking? Nidoking. Hat aber Erdbeben. Nidoking mit Erdbeben ist halt brutal stark. Erdbeben. Ein Crit auch noch. Ja, danke dafür. Den hätte ich mir gerne für nächste Runde aufgehoben, weil dann auch, wenn er jetzt mit, egal mit was er kommt. Erdbeben ist strong. Komm, Vulpix. Schade. Onix hat einfach nur super hohe physische Def. Alle anderen Werte sind unglaublich unterentwickelt. Das ist so ein absolutes Trash-Pokémon. Es sieht einfach nur groß und stark aus. Punkt. Es macht einfach, das wird keinen Schaden machen, auch wenn es effektiv ist gegen uns. Pass auf, wir werden nicht unter 100 gehen, sage ich. Oh, doch, der Hälfte sogar. Na gut. Ah ja, wegen Step-Bonus auch noch. Noch aus das dabei, weiß ich nicht mehr. Egal. Es ist eigentlich super effektiv gegen uns. Ein Erdbeben auf Nidoking ist eigentlich Todesurteil für Nidoking, aber es ist halt ein Onix. So, erster Orden. Check. War mehr ein Krampf als ein Kampf hier. So, pjong. Level beendet. Ja, Mamoria City geschafft. Nice.